Hast du dir gerade ein Auto gekauft und fragst dich, was günstiger ist, die 1%-Methode oder die Fahrtenbuchmethode? In diesem Video bekommst du die Antwort dazu. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wenn du dir ein Auto kaufst als Selbstständiger, dann hast du viele Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit und die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist: Kaufst du es dir privat oder kaufst du es dir für dein Unternehmen ins Betriebsvermögen? Das ist eine Frage, die sprengt den Rahmen in diesem Video. Deswegen habe ich dazu ein zweites Video aufgenommen. Das findest du hier einmal verlinkt. Wenn du dich aber entschieden hast, dass du das Auto gerne ins Betriebsvermögen aufnehmen möchtest und das quasi als Geschäftsausgabe behandeln möchtest, dann musst du die Privatentnahme versteuern. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die pauschale Versteuerung mit der 1%-Methode. Auch dazu habe ich so ein Deep Dive Video aufgenommen. Das findest du hier einmal verlinkt. Die zweite Möglichkeit ist das Fahrtenbuch. Beim Fahrtenbuch musst du halt laufend ein Fahrtenbuch führen. Diese Methode ist aufwendiger, aber akkurater. Die Frage ist, was ist günstiger für dich? Und genau das wollen wir in diesem Video einmal herausfinden. Die gute Nachricht zuerst: Du darfst es dir aussuchen. Das heißt, das Finanzamt schreibt dir nicht vor, ob du ein Fahrtenbuch führen sollst oder ob die 1%-Regelung besser ist. Du kannst grundsätzlich beides machen. Du solltest dich aber, wenn du dich jetzt für eine Methode entscheidest, dich für ein ganzes Jahr entscheiden. Es ist für niemanden wirklich schön, wenn du versuchst, ständig hin und her zu wechseln. Aber du kannst beispielsweise dieses Jahr ein Fahrtenbuch führen und nächstes Jahr die 1%-Methode wählen. Das wäre überhaupt gar kein Problem. Auch wenn du beispielsweise ein Fahrtenbuch führst und merkst, es ist dir einfach zu viel Arbeit und das hinterherzuhalten, kriegst du nicht hin und dann wählst du einfach die 1%-Regelung. Das ist relativ einfach. Zum Thema Wechseln ist wichtig, dass es nicht ganz einfach ist, in beide Richtungen ständig hin und her zu wechseln. Wenn du zum Beispiel Fahrtenbuch führst, ist es immer relativ einfach, die pauschale Methode, sprich die 1%-Regelung, zu wählen anschließend. Wenn du zurückwechseln möchtest, dann brauchst du allerdings ein ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch. Das heißt, wenn du die 1%-Regelung in Anspruch nimmst, jetzt aber gerne auf die Fahrtenbuchmethode wechseln möchtest, brauchst du ja ein richtiges Fahrtenbuch. Die meisten nehmen aber die 1%-Regelung, weil sie bequemer ist. Das heißt, wenn du eine Überlegung hast und dich fragst, ob vielleicht nicht die Fahrtenbuchmethode einfacher und besser, finanziell besser für dich wäre, dann solltest du schon mal anfangen, Fahrtenbuch zu führen und kannst es dann vergleichen und dann kannst du eventuell wechseln. Du kannst aber nicht wechseln, wenn halt kein Fahrtenbuch existiert. Was du dich jetzt sicherlich fragst: Was ist denn finanziell besser für mich? Das kann ich dir pauschal gar nicht so beantworten. Jetzt magst du dich vielleicht fragen: Ja gut, warum nimmt er dieses Video auf, lockt mich da zum Klick und jetzt kann er mir die Antwort nicht geben. Liegt daran, weil das an sehr viele individuellen Rahmenbedingungen geknüpft ist. Und kann ich dir jetzt pauschal nicht sagen, aber du findest unter diesem Video ein Berechnungssheet, da kannst du deine Daten eingeben und da hast du einen Vergleich, was für dich günstiger ist. Wir schauen uns das auch gleich zusammen an, aber vorher möchte ich nur kurz einen Rahmen geben, worauf es denn ankommt. Und zwar, was wichtig ist für die Entscheidung, ist zum Beispiel deine gesamte Fahrleistung. Das heißt, wie viel benutzt du dieses Auto eigentlich pro Jahr? Außerdem ist relevant, wie groß ist der Anteil der privaten Fahrten? Sind es 30%, 60%, 80%? Hat durchaus einen großen Einfluss darauf. Außerdem ist natürlich irgendwie entscheidend, weil die 1%-Regelung baut darauf auf, wie teuer war dein Auto. Also nicht, wie viel hast du bezahlt, sondern wie hoch war der Bruttolistenpreis, weil dieser Bruttolistenpreis die Berechnungsgrundlage für die 1%-Methode ist. Außerdem ist die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit durchaus relevant für die 1%-Methode und deswegen macht es einen großen Unterschied, ob du beispielsweise zu Hause arbeitest oder jeden Tag 80 Kilometer zur Arbeit fährst. Kann einen riesen Unterschied machen und deswegen sind das auch Informationen, die du berücksichtigen solltest. Außerdem sind es natürlich die laufenden Kosten. Das heißt, wie viel Abschreibung hast du für dein Auto, wie häufig muss es in die Reparatur, wie hoch ist der Verbrauch, das heißt, wie viel bezahlst du für den Sprit und all diese Dinge können dann durchaus eine Rolle spielen. Und nicht zuletzt ist natürlich dein individueller persönlicher Steuersatz relevant, denn das ist ja die Grundlage, wie viel Steuern du zahlst. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob du 20% oder 40% Durchschnittssteuersatz hast. Bevor wir uns ein ganz konkretes Berechnungsbeispiel anschauen, vielleicht so ein grober Richtwert. Wenn du deinen Firmenwagen relativ viel privat nutzt, dann kann die 1%-Regelung eher günstiger sein. Wenn du nur ab und zu mal privat fährst, dann ist es meistens das Fahrtenbuch. Außerdem ist eine wesentliche Kennzahl der Bruttolistenpreis. Wenn du ein relativ günstiges Auto hast, dann kann die 1%-Regelung günstiger sein. Wenn du ein relativ teures Auto hast, dann ist es vielleicht unter Umständen das Fahrtenbuch. Was es aber ganz genau heißt, das schauen wir uns jetzt an. So, dieses Dokument, das findest du auch verlinkt unter diesem Video. Wenn du das öffnest, dann siehst du einmal ein Excel-Sheet, ein Google-Spreadsheet mit unten drei Reitern. Das heißt einmal Grundangaben, einmal die 1%-Regelung und einmal das Fahrtenbuch. Und alle lila Felder, also alle Purple-Felder, die müsstest du einmal ausfüllen. Erstmal geht es um das Nutzungsjahr, sage ich erstmal 2021. Dann geht es um den Bruttolistenpreis deines Autos. Auch hier habe ich in dem Video zur 1%-Regelung schon ausführlich erklärt,
Hier geht es um den Bruttolistenpreis, nicht deinen Anschaffungspreis. Das weicht meistens voneinander ab. Hier nehme ich einfach mal 50.000 Euro. Das heißt, Bruttolistenpreis von 50.000 Euro. Ich habe ein Anschaffungsdatum. Dieses Feld bitte gerne mit Doppelklick anklicken. Da sage ich, ach, das ist einfach ein neues Auto. Ich habe es am 1. Juli 2021 gekauft. Dann muss ich angeben, ob ich einen Vorsteuerabzug hatte. Vorsteuerabzug ist dafür wichtig, um zu entscheiden, ob ich den Bruttobetrag abschreibe oder nur den Nettobetrag. In dem Fall sage ich ja, ich bin kein Kleinunternehmer, kein Arzt und niemand, also niemand, der keinen Vorsteuerabzug hat, und deswegen schreibe ich eine 1 rein. Damit habe ich die Grundeingaben fürs Auto übernommen. Jetzt wechsle ich in den Reiter 1% Regelung und kann hier quasi alle relevanten Informationen für die 1% Regelung eintragen. Zum Beispiel, wie viele Monate möchte ich denn jetzt berechnen? Wenn ich das für die ganze Steuererklärung für 2021 berechnen will und das am 1.7. gekauft habe, Mensch, was für ein Zufall, genau ein halbes Jahr, dann trage ich 6 Monate ein. Jetzt geht es mir aber erstmal darum, wie viel Steuern muss ich eigentlich pro Monat zahlen, deswegen trage ich erstmal einen Monat ein. Und man sieht schon, es berechnet sich langsam etwas. Das heißt, ich habe sowohl die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer, die sich berechnet, und die Umsatzsteuerbemessungsgrundlage. Deswegen, falls ihr euch fragt, was BMG heißt, Bemessungsgrundlage. Was auch wichtig ist bei der 1%-Regelung, ist die Entfernung zwischen Wohnung und Arbeit, weil 0,03% pro Entfernungskilometer wird auf die 1% nochmal draufgerechnet. Wenn ich jetzt hier sage, ich wohne 30 Kilometer weit weg von der Arbeit, trage ich hier 30 Kilometer ein. Ich berechne auch hier natürlich erstmal nur einen Monat und bin diesen Monat an 20 Tagen zur Arbeit gefahren. Und ihr seht hier schon, es werden 2 Entfernungspauschalen Kilometer angegeben. Und das liegt daran, weil seit 2021 gibt es einen Unterschied zwischen den ersten 20 Kilometern. Da kann ich nämlich 30 Cent als Pendler, sogenannte umgangssprachlich bekannt als Pendlerpauschale, absetzen. Und ab dem 21. Kilometer sind es 35 Cent. Deswegen unterscheidet dieses Tool zwischen den ersten 20 Kilometer und den zweiten 20 Kilometer. Und in dem Fall ist es so, wenn ich sage 30 Kilometer, gehören halt die ersten 20 Kilometer mit 30 Cent und die nächsten 10 Kilometer sind dann entsprechend mit 35 Cent. Das gebe ich einmal ein und sehe dann hier quasi unten auch schon den gesamten privaten Anteil. Das heißt, insgesamt steuerlich wirksam sind 836 Euro. Und zwar muss ich 760 Euro quasi der Einkommensteuer unterwerfen. Das heißt, das erhöht meinen Gewinn und ich muss auf 760 Euro mehr Steuern zahlen, wenn ich das Auto im Betriebsvermögen habe und die 1%-Regelung nehme. Außerdem muss ich Umsatzsteuer abführen, und zwar 76 Euro in diesem Fall. Dann gibt es hier unten noch einen Bereich, den könnt ihr gerne ausfüllen, das wird aber dieses Video etwas, den Rahmen etwas sprengen, gibt es eine Kostendeckelung. Das heißt, wenn du nämlich ein Auto hast, dich für die 1%-Methode entschieden hast, aber anschließend das Auto vielleicht für 1, 2, 3 Monate gar nicht nutzt, weil du vielleicht nicht in Deutschland bist oder weil du im Winter generell nicht unterwegs bist oder weil zufällig gerade eine weltweite Pandemie ist und kein Kunde dich persönlich empfangen möchte und das Auto einfach dasteht, da sind tatsächlich die Kosten, die du zahlst, gedeckelt auf den tatsächlichen Kosten. Die kannst du auch da eintragen, würde aber hier erstmal den Rahmen sprengen, kannst du aber mit dem Berechnungssheet auch berechnen. Wir wollen ja aber wissen, was günstiger ist. Das heißt, wir haben jetzt die 1%-Regelung ausgerechnet und müssen jetzt das Fahrtenbuch eintragen. Wir können auch kurz einmal einen Blick werfen auf die erste Seite. Das heißt, hier sehen wir Privatanteil 1%-Regelung ist schon berechnet. Das sind 836 Euro, die steuerlich relevant sind. Um uns anzuschauen, wie teuer das Fahrtenbuch wird oder für dich, wie teuer die Fahrtenbuchmethode wird, müssen wir den Reiter Fahrtenbuch ausfüllen. Dafür klicken wir einmal drauf. Wir sehen schon die Eckdaten über das Auto, das heißt die 50.000 Euro und das Anschaffungsdatum ist schon eingetragen. Und jetzt müssen wir hier einmal reingehen und weitere Informationen eintragen. Erstmal die Nutzungsdauer. Grundsätzlich werden Autos innerhalb von 6 Jahren komplett abgeschrieben. 6 Jahre sind 72 Monate, das heißt, hier müssen wir einfach Monate eintragen, sind 72 Monate. Da wir das Ganze jetzt auf Monatsbasis ausrechnen, müssen wir hier auch eintragen, 1 Monat. Natürlich, wenn du das Auto, also wenn du deine Steuererklärung machst, und der muss ja 12 Monate pro Jahr versteuern. Das heißt, da trägst du für die Berechnung natürlich 12 ein. Hier geht es mir einfach nur fürs Beispiel, dass wir einen Monat ausrechnen. Kilometerleistung, das heißt, wie viel bin ich denn diesen Monat gefahren? Gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich 1200 Kilometer gefahren bin. Das ist okay. Und ich davon waren, privat waren 380 Kilometer. Das heißt, ich habe
quasi einen privaten Nutzungsanteil meines Autos von 31,67%. Das berechnet ihr mir direkt einmal aus und deswegen kann ich 31,67% nicht von der Steuer absetzen, weil das halt Anteil für meine privaten Fahrten sind. Dann muss ich eintragen, welche Kosten ich hatte. Bei Kfz-Kosten gibt es einen Unterschied zwischen Kosten, bei denen du einen Vorsteuerabzug hast. Das heißt, da, wo Umsatzsteuer drauf ist und wo du dir die Umsatzsteuer im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung wiederholen kannst, und bei Kosten, wo du keinen Vorsteuerabzug hast. Grundsätzlich hast du keinen Vorsteuerabzug, zum Beispiel bei deiner Autoversicherung, sprich deiner Kfz-Versicherung oder aber auch bei der Kfz-Steuer, weil auf Steuer oder Versicherung ist keine Umsatzsteuer. Das heißt, auf diese Beträge ist grundsätzlich keine Umsatzsteuer. Das trägst du dort ein bei Kosten ohne Umsatzsteuer. Das trage ich jetzt einfach mal 100 Euro ein. Die Kosten, wo du einen Vorsteuerabzug hast, das sind in der Regel Tanken, Reparaturen, Autowäsche, all diese Dinge, die da regelmäßig auftauchen, wo du eine ganz normale, ordnungsgemäße Rechnung mit Umsatzsteuer bekommst. Gehe ich jetzt in diesem Monat einmal davon aus, dass das 400 Euro waren. Das heißt, ich habe in diesem Monat insgesamt 500 Euro für mein Auto ausgegeben an laufenden Kosten. Plus natürlich die Abschreibung. Da sehen wir hier einmal aufgelistet, 694,44 Euro für die Abschreibung, dann sonstige Kosten, aber halt nicht alle mit Umsatzsteuer, aber 500 Euro eingetragen. Das heißt, ich habe einen Privatanteil von 378,25 Euro für die Steuer. Jetzt muss ich hier noch einmal runtergehen und muss natürlich genauso wie bei der 1%-Regelung hingehen und die Wege zwischen Wohnung und Arbeit eintragen, weil auch die zählen zu den privaten Fahrten. Natürlich verändert sich mein Wohnort nicht, indem ich eine andere Fahrtenbuchmethode oder eine andere Versteuerungsmethode nehme. Deswegen sind das auch hier 30 Kilometer und auch hier bin ich 20 Tage zur Arbeit gefahren. Wenn ich das eintrage, dann berechnet sich hier ein Wert und ich habe einen Privatanteil gesamt für den Bruttokosten von 1.467,02 Euro. Das heißt, jetzt kann ich wieder auf den ersten Reiter gehen und habe einen ganz guten Vergleich und würde in diesem Beispiel für die 1%-Regelung pro Monat 836 Euro steuerlich Auswirkung haben und beim Fahrtenbuch hätte ich eine steuerliche Auswirkung von 1.467,02 Euro. Das heißt, in diesem Beispiel müsste ich sagen, okay, die 1%-Regelung ist deutlich günstiger. Das liegt daran, weil die Betriebskosten fürs Auto verhältnismäßig hoch sind und der private Nutzungsanteil doch auch durchaus einen erheblichen Anteil sind. Das heißt, in diesem Fall würde ich dir definitiv raten, die 1%-Regelung in Anspruch zu nehmen. Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und deine Fragen beantworten. Wenn du noch weitere Fragen zur Kfz-Versteuerung hast, dann schreib uns doch einen Kommentar unter diesem Video oder lass uns einfach persönlich sprechen. Wir sind spezialisierter digitaler Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu uns und unserem Angebot findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du unseren Kanal abonnieren. Wir haben aber auch weitere Videos gedreht, die kannst du dir auch gern erstmal anschauen und zwar zum Beispiel hier oder hier. Die zweite Möglichkeit ist die 1%-Methode. Das stimmt nicht, es ist die Fahrtenbuchmethode.